Milotic ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Barschwarm. Milotic ist ein großes, seeschlangenartiges Pokémon. Die vordere Hälfte seines etwa 6 Meter langen Körpers ist einfarbig cremefarben, während die hintere Hälfte mit blauen und pinkfarbenen Flächen übersät ist, die von schwarzen Linien unterbrochen werden. Sein fächerartiger blauer Schweif am Ende weist pinkfarbene Zierflecken auf, seine Schuppen schillern regenbogenfarben je nach Lichteinfall. Milotics schlanker Kopf trägt ein spitzes Horn, über seinen roten Augen verlaufen zwei rosafarbene Fühler nach oben und zwei lange rosafarbene Haarsträhnen fallen nach unten. Diese sind beim männlichen Milotic kürzer als bei Weibchen. In der Shiny-Form zeigt es ein gelbenes und orangefarbenes Schweifmuster. Die Haare sind hellblau und auch die Augen nehmen einen Blauton an. Milotic ist körperlich nicht besonders kräftig, jedoch sind seine speziellen Fähigkeiten bemerkenswert. Neben Wasserattacken wie Aquavelle oder Hydropumpe kann es auch Drachenattacken wie Windhose und Drachenrute erlernen. Es strömt eine beruhigende, heilende Aura aus, die sich in Heilung oder Wasserring manifestiert. Seine schöne Gestalt setzt es meisterhaft ein, indem es mittels Anziehung oder seiner versteckten Fähigkeit Schambolzen Gegner betört, die es attackieren. Viele Exemplare verfügen zudem über die Fähigkeit Notschutz, welche bis zur 5. Generation die Spezialfähigkeit von Milotic war. Diese erhöht seine Verteidigung bei Statusveränderung. Wieder andere weisen Unbeugsamkeit auf und verstärken ihre speziellen Angriffskräfte, wenn ein Statuswert gesenkt wird. Milotic ist ein seltenes, sagenumwobenes Pokémon. Seine grazile Gestalt und die in alle Farben des Regenbogens schillernden Schuppen brachten ihm den Ruf atemberaubender Schönheit ein. So gilt es als das schönste aller Pokémon überhaupt. Es hat vielen Künstlern als Inspirationsquelle gedient und wurde häufig gemalt oder in Statuen gegossen, weshalb viele Kunstwerke existieren, die das Zartheit-Pokémon darstellen. Man sagt, es lebe auf dem Grund sauberer und ungetrübter Seen. In Sagen und Mythen taucht das Pokémon aus den Tiefen auf, wenn Kriegszeiten herrschen. Diejenigen, die sehen, geben aufgrund seiner wunderschönen Gestalt, die angeblich selbst das härteste Herz erweichen kann, das Kämpfen auf. Tatsächlich kann Milotic sanftes Licht und eine Energiewelle ausstrahlen, die Feindseligkeit besänftigt und umhergetriebene Menschen wohltuende Ruhe verschafft. Dabei entwickelt sich Milotic aus Barschwarm. Es verändert dabei seine Gestalt komplett und verwandelt sich von einem hässlichen Fisch zu einer eleganten Seeschlange, welche als eines der schönsten Pokémon überhaupt gilt. Die Entwicklung wird in den Spielen ausgelöst, wenn Barschwarm einen hohen Schönheitswert erreicht und im Level aufsteigt oder eine Schönschuppe trägt und getauscht wird. Und mit seinem Typen Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Weiß, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.